Verschiedene Baustoffe haben verschiedene Eigenschaften, die sich auf das Klima unserer Erde auswirken. Mittlerweile hat wohl jedes Kind verstanden, dass wir sparsam mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen umgehen müssen, damit wir eine gemeinsame Zukunft auf diesem Planeten haben. Die gute Nachricht? Ein entsprechend geplantes Massivhaus trägt einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz bei. Es ist seit vielen Jahren in aller Munde. Man hört es in den Nachrichten und liest es morgens beim Kaffee in der Zeitung. Verschiedene Maßnahmen können in vielen Bereichen einen erheblichen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten. Auch beim Neubau eines Traumhauses kommen oftmals Fragen zum nachhaltigen Wohnen auf. Mit einem Massivhaus sind Bauherren in vielen Angelegenheiten rund um den Klimaschutz schon von Haus aus gut beraten. Denn wir müssen nicht frieren, wenn wir die Umwelt schonen möchten. Eine gute Ökobilanz steht nicht nur Ihnen als Bauherr, sondern vor allem Ihrem neuen Zuhause sehr gut. Ausschlaggebende Punkte bei der Planung eines klimagerechten Neubaus sind vor allem die Materialien der Außenhülle, der Fenster und Türen sowie dem Dach. Um den Abschluss perfekt zu machen, sollte bei der Heiztechnik eine Technologie aus regenerativen Energien gesetzt werden. Wer als Bauherr schon bei der Planung energiesparsam und klimagerecht plant, der kann zudem von einer ganzen Reihe Förderprogramme profitieren, wenn gewisse Kriterien bei Planung sowie Umsetzung des Hauses vorliegen. Informationen zu geeigneten Förderprogrammen können Sie auch im persönlichen Gespräch mit einem unserer regionalen Town-and-Country-Hauspartner erhalten. Der einschlägige Vorteil von massiv gemauerten Außenwänden ist, dass wir mit Porenbetonsteinen nicht nur Ressourcen und Budget schonen, sondern auf ganz natürlichem Weg und ohne schädliches Styropor dämmen. Das sorgt nicht nur für eine nachhaltig erzeugte, zu der Jahreszeit passende Raumtemperatur im Inneren, sondern dämmt insgesamt deutlich besser als andere Dämmschichten wie beispielsweise Massivholz. Somit geht kaum wertvolle Energie verloren. Denn es gilt, umso langlebiger das Haus, umso besser die Ökobilanz. Holz ist ein schöner Rohstoff, hat aber gegenüber Stein